Wir haben ja halt Zeit. Und genug Zwerge. Wenn sie hier unten keine Mauern bauen, dann müssen sie oben Waffenfallen befüllen. Dafür brauchen sie nicht so viele Zwerge. So sind sie wenigstens alle mal beschäftigt. Und kann erstmal keiner sagen, dass sie gestresst sind. Doch, werden sie wahrscheinlich trotzdem, ne? So. Seid ihr gestresst? Wahrscheinlich. Gut. Die drei sind gestresst. Okay, es war anscheinend nichts. Ist der Typ im Knast gelandet? Nein, da sitzt immer noch nur Hollow. Was okay ist. Abgesehen von der einen Lücke brauche ich nachher nichts zu machen, ne? Ich lasse ich irgendwas. Nee, falsch ist hier nichts. Ich muss es leider ein paar Mal durchgehen, weil ich einfach Angst habe. Nee, 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 nee. So. So, so, so. Sind da leider da? Da, da, da. Hier, Channel, Channel. Da die Mauer nicht vergessen. Okay. Das Wichtigste wird nachher diese Mauer sein. Weil sonst verlieren wir 80% des gesamten Irrwegs. Wenn man diese Mauer nicht zu machen. Das ist doof für die, die nachher channeln müssen, weil die dürfen den ganzen Weg dahin laufen. Aber wir sehen dann zumindest auch, dass, ob das klappt. Also, dass der Weg klappt, weil sie halt darum müssen. So, der bärtige Gestahl ist depressiv. Haben wir ja gerade gesehen, der ist ein bisschen im Stress. Aber okay. Doch, ich will das hier nicht zu haben wegen der Magma, die hier drüber ist. Wenn wir die jetzt feuern, die Magma läuft hier lang. Läuft hier runter und sichert das ja alles theoretisch ab. Wenn wir uns in irgendein Arsch der Welt graben, läuft die Magma natürlich irgendwann ab. Oder? Nee, tut sie nicht. Weil es ist ein Einzelweg. Die Magma läuft den Einzelweg lang. Gut, ab und zu sind es zwei, aber ist egal. Und läuft nachher hier in ein riesiges Loch rein. Das heißt, es wird zwar ablaufen, sollte aber, da es zum Ende hin ja immer ein einer Weg ist, so passen, dass dass es nie aufhört, dass der Magma lang läuft. Gut, ich gehe davon aus, alles was da unten ist, das liegt halt unter einem semi-molten Rock. Also es wird wahrscheinlich alles Magma-safe sein und da locker flockig durchlaufen. Aber vielleicht gilt das so als Gegenströmung, gegen die sie anlaufen müssen. Ja, die können sich ja in Magma dann hoffentlich nicht genauso schnell bewegen wie über normale Wege. Das ist halt meine Hoffnung. Vielleicht ist auch nicht alles Magma-safe, was da unten kommt. Dann wird vielleicht ein bisschen was wenigstens verbrannt. Wie gesagt, der lange Weg mit, wie gesagt, der Hoffnung, dass eine Gegenströmung Magma so ein bisschen bremst, sollte reichen, dass ich zum einen weiß, was da kommt. Das ist meine größte Sorge. Ich weiß nicht, was kommt, ich habe einfach nur Angst davor. Du bist wahrscheinlich auch suspended, ne? Nein, bist du nicht. Bei dir habe ich immer das Gefühl, dass du suspended wirst. Weil hier geht keiner hin, um das zu bauen. Warum liegt da jetzt ein Block? Der hat auch nicht mal fallen lassen. Wahrscheinlich wegen Mittagspause oder sowas, ne? Den Block braucht auch kein. Es fehlen ja. Also von den erst angegebenen Dinger fehlt ja kaum mehr was. Die sind wirklich flott, was das angeht. Also Mauern bauen können, so wenn sie bei allen anderen mal auch so schnell wären, ne? Wie halt bei den Waffenfallen und so weiter. Aber da habe ich immer das Gefühl, da haben sie keinen Bock drauf. Waffenfallen sind einfach doof. Und haben keine Lust, die riesigen Kupferscheiben durch die Gegend zu schleppen. Was aber auch nicht stimmt, weil die müssen ja auch teilweise nur Holzspeere tragen.
Wo ich immer noch hoffe, dass ich das vielleicht einfach bisher verpasst habe. Ich bin auch dafür, dass die Zwerge mehr tragen können, weil ein Holzspeer wiegt nicht wirklich viel. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Holzspeere der Elfen sind. Aber ich glaube, so ein Zwerg könnte schon ein paar mehr davon schleppen, um die in eine Waffenfalle zu stopfen. Dass nicht alles einzeln getragen werden muss. Das wird halt die gesamte Festung dann auch schneller machen, ne? Aber wir lieben das Langsame als Dwarf-Fortress-Spieler schon ein bisschen, ne? So, du baust irgendwas da unten. Ja, der Weg ist ein bisschen weiter. Wenn du die Ecke baust, dann brauchst du ein bisschen. Er ist auch langsam. Also langsamer als andere Zwerge, die Steine schleppen. Ja, er baut den da unten. Okay, dann haben wir den wenigstens dann auch fertig. Brauchen wir es dann nicht ab, dass sie da eine Abkürzung nehmen. Oh, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, was ich hier mache. Eigentlich weiß ich gar nichts. Ganz schlimm. Ich habe mir diesmal extra was zu trinken hier unten, hingestellt, damit ich nicht ein bisschen den Husten in den Griff zu kriegen hier. Schon fast wieder das Quartal um, ne? Oder? Am 1., genau, 1.4., jetzt ist der 6.6. 2 Monate schon wieder um, wir gehen schon fast ins nächste Quartal. Ich wollte gerade sagen, keinen Angriff gehabt, aber das kommt bestimmt gleich. Genauso wie der Husten auch direkt kommt, nachdem ich gesagt habe, ich wollte nicht so viel husten. Ne? So ist es ja immer. Also, das sieht hier nicht schön aus, ne? Aber es sieht sinnvoll aus. Nee, eigentlich auch nicht. Na gut, es ergibt Sinn. So kann man das sagen. Es ergibt Sinn, was wir hier machen. Sieht dabei aber nicht schön aus. Warum baut ihr die letzten beiden Dinger hier nicht? Weil du suspended bist. Du nicht. Mal nachgucken wenigstens. Nein. Und du hier hinten kannst auch nicht suspended sein. Jetzt mach doch schon. Und da dicke ich mich doch runter. In der Hoffnung, dass... Oder channel mich da runter in der Hoffnung, dass es halt klappt. Ansonsten beschwere ich mich morgen bei Rundstutz. Nein, beschwere ich mich nicht. Ist ja von ihm, glaube ich. Ich hasse dich. Wo bist du denn jetzt schon wieder zugange? Hier nicht. Da. 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 Viel noch mehr. Ich glaube nicht, ne? Ne. Könnt ihr den nicht einfach wegsperren für immer und ewig?
Hörst du hier noch rum? Tantrumst du noch weiter? Nee, ne? Du bist jetzt noch da. Noch ein Fistfight, ne? Natürlich. Gegen die Katze. Hat eine Katze umgebracht. Lass das keine von Santis Katzen gewesen sein. Und ist er nachher noch depressiv, wenn du ihm seine ganze Katze wegprügelst. Ist immer noch ein Tantrum, immer noch das Ausrufezeichen. Was hast du denn jetzt vor? Bleib von den Hebeln weg. Sonst, dann wäre ich nämlich richtig sauer, ne? Okay, jetzt bist du fertig. Okay, liegst du auf dem Tisch. Erstmal Luft holen. So, das hoffe ich jetzt mal. Justice. Ist immer noch nichts. Er wurde schon so oft verprügelt wegen dem ganzen Mist, den er immer anstellt. Das juckt ihn aber gar nicht. Nearly done. Das heißt, er ist an auf dem Weg. So, ihr beiden braucht noch. Er wird schon wieder eitler. Da kommt die, ach, da kommen die mit den Chertblöcken. Stimmt. Deswegen brauchen die beiden da so lange. Da ist uns der Chertblock ausgegangen. So, und warum liegt's? So, ihr beiden liegt hier noch rum. Das ist ja nicht schön. Da kommt der nächste Chertblock. B, Shift, C, W. So. Lass dich, du machst das jetzt zu, sonst vergesse ich das nachher. So, das ist dicht. Die beiden Chertblöcke für den einen sind jetzt auf dem Weg. Ich hoffe, die können noch den kurzen Weg nehmen. Die sollten schneller da sein als der Typ, der das dazu machen soll. Und dann ist nur noch die Frage, warum der eine da hinten nicht gebaut wird. Was aber nicht das Schlimmste ist. Es verkürzt halt nicht den Weg für was auch immer nachher von unten kommt. So, Pech wäre es höchstens für die beiden, wenn die nachher weggesperrt werden und dann den langen Weg zurücknehmen müssen. Aber egal. So, dann kann ich dort ein 4x4-Feld jetzt auschanneln, ne? Nur keiner weiß, ob es klappt. Ansonsten haben wir hier unten einfach halt eine schöne Straße gebaut. Einen schönen unnötigen Weg. So, irgendein wiederbelebter Jäger ist zu Besuch, ist aber nicht schlimm. Wir müssen das Gasthaus hier unten hinsetzen, dann haben wir Untote zur Verteidigung. Schnell das Gasthaus in den Keller ziehen. Und wenn da was kommt, dann sollen die Gäste dagegen kämpfen. Wäre ich voll für. Mache ich mir bestimmt keine Freunde mit den Gästen, wenn die erstmal hier runterlaufen müssen, ne? Katze, Katze, Katze. Hier unten ist nichts für euch. Was wollt ihr hier unten? So, okay. Das wird gebaut. Ich werde nicht channeln, solange nicht dieser letzte Stein da in der Mauer ist. So, da ist das Tetrahydrit wieder. Jo. Aber wenn wir nochmal Tetrahydrit brauchen, hier unten liegt was. Boah, ich habe jetzt nichts übersehen, ne? Oh. Einmal so. Feind kommt. Top, top, top. Da lang. Hier lang, hier lang, hier lang. Gibt keine Abkürzung, ne? Alles verbaut. Ja, so hier lang. Da, da, da. 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 Schwierig.
So. Das ist auch keine, ne? Nein. So. Da auch nicht. Und so, okay. So, wenn du das jetzt zumachst, bist du das, der das zumachen soll? Ja. So, jetzt gucken wir. Der Zwerg, der will jetzt zurück. So, der wird jetzt ja hoffentlich den kürzesten Weg nehmen, den er finden kann. So, der kürzeste Weg, den er finden kann, der ist hoffentlich jetzt der, den ich hier vorgegeben habe. Das ist unser Kontrollzwerg. Der, ja, braucht ein bisschen, das ist aber nicht schlimm, das ist ja genau das, was geplant ist. Er will was trinken, er hat Durst. Ja, könnte es auch auf dem Weg verdursten. Möchte ich jetzt gerade nicht ausschließen. Obwohl ich gerade sehe, dass die Wafers fertig sind. Ne? Wir könnten bestimmt noch mal gucken, was die Mail-Shirts jetzt aktuell machen. Wo unsere Armee jetzt komplett auf die Adamantium-Mail-Shirts umrüsten können. Fände ich angebracht, wenn wir in den Keller gehen. So, noch, ja. Noch nimmt er genau den Weg, den ich geplant habe, was total super ist. Damit hätte ich nämlich nicht gerechnet. Da, interessanterweise wollen sie halt die eine Mauer da nicht bauen. Ja, eine Gabbro-Stein liegt da ja noch rum. Aber es ist dem wohl egal. Aber der Weg klappt. Der wird genau so gelaufen, wie ich das gemeint habe. Dauert ein paar Minuten für den Zwerg. Was auch immer kommt, hat länger, wahrscheinlich längere Beine und ist schneller. In der Hoffnung, dass es reicht. So, wenn es nicht reicht, welche Alternative? Ach, da kommt der Chatblock. Okay. Die Alternative, die wir haben, ist noch die Mine oben. Die haben wir halt auch noch zum Absichern von dem Ganzen. Also es müssen nachher drei Hebel gezogen werden. Es muss der Hebel von der Magmafalle gezogen werden. Es muss der Hebel von der Brücke und die beiden Hebel der beiden Brücken. Einmal von hier unten und einmal den oben in der Mine. In der Hoffnung, dass das dann reicht. Und wir nicht nachher doch überrannt werden.